Hallo, hier ist wieder der Floopy und neben mir Mr. Ipanax Guten Tag. mit seinem Vector, dem Dishexer, dem Arroganten mit der Glatze. Ja, wir gehen Wie in wieder der in die persönliche. Realität aber. Ja, wir gehen wieder in die persönliche Phase und quatschen mit Darth Marv, nachdem wir gerade unsere schöne Mission abgeschlossen haben. Übrigens, hätten wir zwei Gegner mehr gekillt, hätten wir die Bonus Habe ich abgeschlossen. gerade gesehen. Wir wissen jetzt mehr darüber, was zwischen uns und dem Tempel steht. Als erstes sind da die Masasi. Wir wussten schon, dass wir es mit ihnen zu tun kriegen, aber jetzt wissen wir, dass es richtig viele sind. Mit den Masasi kann man nicht reden oder verhandeln. Sobald wir ihr Gebiet betreten, werden sie angreifen. Und weiter? Die Elite der imperialen Garde wird in speziellen Anlagen trainiert. Sie werden zu physischer Perfektion geschmiedet und man flößt ihnen eine unerschütterliche Loyalität ein. Eine dieser Anlagen haben wir zwischen uns und dem Tempel gefunden. Der Imperator muss sie im Geheimen errichtet haben lassen. Und es befinden sich menschliche Lebensformen darin. Unabhängig davon, ob es Revaniter oder die Wachen des Imperators sind, sie werden nicht darauf aus sein, uns zu helfen. Ich finde heraus, mit wem wir es hier zu tun haben. Dieser Ort ist von großer strategischer Wichtigkeit. Macht seinen Bewohnern klar, dass die Anlage jetzt uns gehört. So, Jo. da wird, ja genau, in diesem Tempel wird also die Elite der imperialen Garde geschmiedet. Ja. Da fiel mir gerade ein, auf Tatooine wird aktuell die Elite der schwarzen Garde geschmiedet. Heißt Ranked PvP. Season 7 ist in der Vorsaison und wir haben gestern schon das erste Ranked-Spiel gewonnen. Von 1 von 1 muss man dazu sagen, also wir haben auch keins verloren. Nur um das mal dazu zu sagen. Und wir haben gerade zwischen den Videos, als ich meinen Kaffee holen war und ja, so weiter, haben wir auch darüber gesprochen, dass du ja diese Loot Raider Unboxings machst. Genau. Und manche Firmen für die YouTuber, die das sehr gut machen, so wie bei dir auch hin und wieder mal ein Geschenk raushauen. Genau. Ich finde das ziemlich geil. Also schade ist es halt nur, dass es immer nur die ganz Großen sind, die sowas dann zu Gesicht bekommen, eigentlich die Leute, die sich nicht mehr darüber freuen können oder die es gar nicht mehr wirklich interessiert. Das finde ich zum Beispiel sehr schade, das könnte man ändern. Ja, das Auf finde ich der wirklich anderen so. Seite, muss man natürlich auch sagen, wo zieht die Firma da die Grenze, ne? Ein YouTuber mit 50 Abonnenten oder so wie ich mit 750 Abonnenten, das ist ja nix. Also da ist ja kaum Werbefläche vorhanden, finde Nee, ich. das ist ja das Ding. Aber trotzdem finde ich, sollte man ein bisschen mehr auf die kleinen YouTuber setzen, weil bei denen kann es wirklich auch passieren, dass sie innerhalb von ein paar Wochen durchstarten, ne? Und auf einmal sind die auch, haben die auch diese Größe. Und wenn man dann sagen kann, ey, die und die Firma begleitet mich schon den ganzen, meinen ganzen Weg, da ist dann auch eine gewisse Dankbarkeit der YouTuber auch vorhanden. Ich will jetzt nicht für jeden Natürlich. sprechen, aber aus meiner Sicht und ich denke auch aus deiner Sicht wird es so sein, weil du hast dann auch eine Dankbarkeit diesem Unternehmen gegenüber, weil die haben dich seit Anfang an unterstützt, ne? Ich finde, dass sowas auch verpflichtend ist. Also ich würde zum Beispiel jetzt, würde ich, also Camtasia zum Beispiel, das Renderprogramm, was ich eine lange Zeit benutzt habe, kann ich immer nur wieder jedem Einsteiger empfehlen. Das ist ein ziemlich geiles Programm. Ich weiß nicht, wie das funktioniert in der neuen Version, weil ich die nicht hatte. Und ich bin jetzt auch umgestiegen auf Cybertech, was allerdings sehr teuer ist, ne? Das Also stimmt. das darf man auch nicht vergessen. Das Cybertech hat mal eben 700 bis 800 € auf den Tisch zu legen, bis man da wirklich mitarbeiten kann. Gut, ich meine, wir hatten da jetzt ein bisschen Glück, weil wir diesen Weihnachtszelt da mitgenommen haben. Ja. Aber ich sag mal, für jeden, der das nicht kann, ist das eine richtig teure Angelegenheit, so ein Renderprogramm zu kaufen. Das stimmt. Also die Dinger sind richtig teuer, also. Ich meine, das macht Spaß mit dem Cyberlink-Programm, das muss man echt sagen. Also das ist wirklich erste Sahne. Wenn ihr die Wahl habt, ich sag's euch, holt euch das Cyberlink-Dings. Ich habe früher für ein Video fast eine halbe Stunde bis eine Stunde gebraucht, je nach Länge, bis es gerendert war. Jetzt brauche ich 7 bis 12 Minuten. Und da ist die Produktion natürlich wesentlich höher. Außerdem hat das Programm so viele Unterprogramme. Was machen wir hier eigentlich? Die Ach so, wir Kisten müssen zerstören, ne? wir müssen dieses eine Quest hier machen, die Aufseher und so weiter zerlegen. Okay. Das heißt, jede einzelne Truppe hier kaputt hauen.
Naja, ruhig, was ich sagen wollte ist, natürlich ist YouTube auch ein sehr, sehr teures Hobby, das darf man nicht vergessen, ne? Ja, also das auf jeden Fall. Ich meine, wenn man das mal mit dem Hobby von meiner Schwester vergleicht, mit dem Reiten, da ist YouTube nichts dagegen, ne? Also, nee. Also Pferde sind noch eine ganze Spur teurer, aber wenn man das wirklich professionell machen will und auch über längere Zeit, und ich will jetzt noch nicht sagen, dass ich ein Profi da drin bin, ganz im Gegenteil, ich lerne ja auch noch jeden Tag dazu, dann muss man sich schon vor Augen führen, dass das richtig Geld kostet. Aber ich glaube schon, dass das YouTube auch, also du hast ja eigentlich keine Grenzen in dem Punkt, was man investieren kann. Nee, das stimmt. Also ich könnte mir jetzt auch ein Mikrofon für 500 Euro hier hinstellen, anstatt für 200. Oder was weiß ich, Hardware. Hardware hat keine Grenzen nach oben. Also ist ja alleine schon bei dem Mikrofon ist das ja schon, du kriegst ja auch Mikrofone, die kosten 2.000, 3.000 Euro. Aber wer braucht die? Aber ich habe schon so manchen großen YouTuber gesehen, der hat so ein Ding da stehen. Ne? Aber da ist dann halt auch wieder die Frage, hat er es selber gekauft oder hat er es bekommen, um es vorzustellen? Ne? Ja, das ist halt die Frage. Man müsste wirklich hingehen und sagen, pass mal auf, liebe Firma, ich benutze dein Mikrofon. Dafür möchte ich aber, dass ich das umsonst kriege oder zumindest mal vergünstigt. Ja. Ich kann in dem Hinweis direkt mal erwähnen, dass ich das Musikhaus Thomann sehr gut finde, weil ich alle meine Sachen da bestelle, wirklich alle. Egal, was ich kaufe, ich will das nur von denen haben. Die haben einen super Support. Von denen habe ich auch mein Mikro, mein aktuelles. Ja. Muss man wohl sagen. Und ich bestelle mit einem Freund von mir zusammen immer wieder Lautsprecher da, weil der ist so ein absoluter Fan vom Umbauen. Also der baut selber Boxen, macht die mobil, also so mobile Musikanlagen macht der. Einfach so aus Spaß. Der baut die zu Hause zusammen und vertickt die dann oder möchte das gerne machen. Von dem hole ich mir jetzt auch die Heimkinoanlage. Aber es ist alles Thomann gesponsert. Ne? Also nicht, dass die das bezahlen, aber er kauft seine Sachen dann eben alle da. Seine aber ich bestelle auch seit Anfang an da. Also. Ja. Seine Frau zum Beispiel macht viel mit Musik, die bestellt sich alles da. Die hat ihr Keyboard da geholt, die hat alles. Also bei denen sehe ich ständig Pakete von Thomann eingehen und bei mir ist es nichts anderes. Oh. Was denn? Das war der falsche. Macht nichts. Deswegen, also solche Firmen finde ich, könnten durchaus, wenn sie dann schon namentlich erwähnt werden, auch mal ein bisschen Support raushauen in Form von Waren. Ich meine, es ist ja auch kein Problem zu sagen für jemanden, der gerade neu anfangen will. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Auf Twitter gibt es eine Franziska, die ganz gerne YouTuben möchte. Ja. Wo aber einfach das Geld für das Equipment fehlt. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass die einiges am Kasten hat. Ja, definitiv. Also vor allem hat die schon Werbefläche. Ne? Allein was die auf Twitter an Followern hat, das ist unglaublich. Ja. Da werde ich niemals hinkommen. Und wenn man ihr sagt, ja, pass mal auf, ich mache da mit und ich unterstütze dich, du kriegst zum Beispiel das Mikro von uns, dann wird sie mit Sicherheit auch erwähnen, hier, jeden Tweet retweeten, was weiß ich. Also da würde ich als Firma dann definitiv auch hingehen und sagen, okay, pass auf. Ja. Dann übernehmen wir das und dann kommen wir damit parat. Mir fehlen noch Aufseher. Da unten die Truppe brauche ich. Da hinten ist einer. Ja, du hast schon wieder angefangen. Boah, der hat widerstanden, die Sau. Gucken, ob die dem da auch wieder stehen. Jo. Hast du Glück gehabt, kurz vorm Kick. Ja, ich fände es also wirklich schön, wenn man sagt, okay, ich möchte das und das mit YouTube erreichen. Dann könnten die Firmen einen guter supporten. Hier vorne, die kannst du mitnehmen. Ja. Den alle. Übrigens, wer richtig gut ist, der geht über die Brücke und legt sich mit denen da an. Dann hast du nämlich direkt alle Aufseher und Loyalisten erledigt. Allerdings kicken die ziemlich gemein irgendwo runter. So, uns fehlen noch zwei von den Typen, ne? Ja. Finden wir die denn? Ein bisschen weiter nördlich, würde ich mal sagen. Nee, gar nicht, südlich. Wir fahren mal Richtung Süden wieder. Okidoki. Hier sind so viele Hacker unterwegs, weil hast du gesehen, was mittlerweile möglich ist? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wer hier Hacken hat, hat hier früher zwischen 4.000 und 5.000 Credits pro Kiste bekommen, die er hier gehackt hat. Und die gibt es wieder. Geht es schon wieder? Durch die Anpassung auf Stufe 9 lootet ihr fast nur noch blaue Sachen hier, je höher ihr seid. Und die blauen haben noch 3.000 bis 6.000 Credits drin. Also das lohnt sich wirklich, hier wieder hacken zu gehen. Okay. So viele Credits.
Wir sind uns ziemlich sicher, dass das an euren Aktivitäten liegt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das an unseren Aktivitäten liegt. Mit Sicherheit. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man... ist das persönlich oder Gruppe? Ja, persönlich. Persönliche Phase. Na dann. Ich werde schon wieder die Klappe halten. Sie machen alles zunichte. Ich sehe es. Wir sehen es. Aber Sie sehen es nicht. Sie haben nicht einmal Augen. Wir sind alles, was noch übrig ist. Wir müssen die anderen von hier vertreiben. Erst dann können wir den hungernden Imperator erwecken und ihn nähren. Identifiziert euch. Kommandant Ivan, Imperiale Garde. Wir dienen dem Imperator. Und ihr? Ihr gehört nicht zu ihnen. Ihr seid bedeutungslos. Bedeutungslos! Geht weg! Verschwindet! Wenn hier jemand verschwindet, dann ihr. Wir müssen es zu Ende bringen. Zu Ende! Wir sind Nahrung. Wir alle dienen ihm als Nahrung. Das ist unser glorreiches Schicksal. Ihr könnt es nicht aufhalten. Das lassen wir nicht zu. Lasst das Ende beginnen. Alles wird gut. Attacke. Der hat gesagt, lasst das Ende beginnen. Er wollte es so. Commander Avon, Imperiale Garde, darf ich vorstellen, Velora, Schwarze Garde, Imperator. Tod. Der Imperator muss den Imperator nähren. Es war wirklich die Imperiale Garde. Ja. Laut dem Unterstützungsteam ist ihr Kommandant völlig durchgedreht. Wir müssen ihn befragen. Verrückt oder nicht, er wird nützlich für uns sein. Näher. Ja, durch. Verrückt oder nicht, er wird nützlich für uns sein. Da hat er wohl gar nicht so unrecht. Kehre zu Darth Maar zurück. Also, Porten. Damit haben wir das halbe Jahr schon wieder durchgejagt. Ja. Sehr cool. Aber es kommt noch mehr. Es kommt noch viel mehr. Ja. Ah, wieder gestreckt, ja. Ja. Was ich gerade sagen wollte, ist... es wäre cool, wenn man die Firmen anschreiben könnte und denen sagen könnte, pass auf, ich werde YouTuber, ich brauche das und das. Und die sagen, okay, wenn du uns dann und dann erwähnst oder einen Link dahin setzt, dann bekommst du das und das. Ja. Naja, egal. Gespräch in der nächsten Folge oder noch diese? Nö, das Gespräch machen wir in der nächsten Folge, würde ich auch sagen. Hast du recht, habe ich nicht nachgeguckt, Entschuldigung. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für unser langweiliges Gequatsche. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß im Spiel. Bye, bye. Bis dann, ciao.